dann wirklich so halt ganz viel Austausch mit den Top Voices, mit den anderen, die da sind, um zu sagen, hallo, ich bin der, wer bist du? Ich habe dann erstmal für mich einen Artikel geschrieben, wo ich erklärt habe, was ich eigentlich mache. Woran machst du das denn? Weil die Sarah, der Matthias, die machen wirklich einen tollen Job. Die Stunden nach der Ernennung. Ich kenne nur die Anekdote mit dem Restaurant, wo du abends essen gegangen bist und der Gastwirt dann sagte, ja, LinkedIn. Was ist dann genau passiert? Also im Grunde waren es zwei Dinge auf einmal. Erstens haben wir uns natürlich gefreut und sind dann bisschen feiern gegangen und dann hatte eben tatsächlich die Gastwirtin in dem Fall hatte dann so mit Kartoffeln hat sie das gemacht, dieses Top Voice Logo oder so gebaut. Das fand ich total süß, war sehr nett. Und ansonsten, was soll man sagen? Man hat irrsinnig viele Leute kennengelernt, die teilweise auch in ganz anderen Ligen spielen. Da sind ja Menschen dabei, die ganze Stabsabteilungen für Kommunikation haben, die auch Top Voices sind. Ich finde das auch sehr spannend, weil sie eben Dinge gleich machen. Also sie sorgen dafür, dass die Dinge von verschiedensten Qualitäten, aber vor allen Dingen von verschiedensten Größen auf eine Ebene kommen und sagen, das sind Leute, denen solltet ihr zuhören. Und danach war dann wirklich so halt ganz viel Austausch mit den Top Voices, mit den anderen, die da sind, um zu sagen, hallo, ich bin der, wer bist du? Ich habe dann erstmal für mich einen Artikel geschrieben, wo ich erklärt habe, was ich eigentlich mache, weil ich mir dachte, ein größerer Teil der Leute wird es nicht wissen. Habe ich mich tatsächlich getäuscht, weil doch auch viele mich aus den Zeiten vom ZDF und von Dreisat kennen und so. Und dann am Ende des Tages, muss man sagen, ist einfach daraus was sehr Nachhaltiges entstanden und das ist, was mir Freude macht. Die Leute, die mir jetzt tatsächlich folgen, die interessieren sich für den Inhalt. Das merke ich auch an den Abrufen, das merke ich an den Konsequenzen, wie die Leute agieren und wie sie Rückfragen stellen, wie sie auch fragen, ob ich mal vorbeikommen kann zu einem Thema. Also das merkt man schon sehr deutlich. Gibt es so ein Erfolgskonzept oder hast du irgendwas strategisch verändert daraufhin? Gibt es eine Strategie? Gibt es einen Tagesplan? Spielt LinkedIn wirklich so eine Rolle in der Agenda? Ja. Oder ist es ein Netzwerk mit dabei? Nee, für mich ist tatsächlich, und darum war ich auch sehr froh, zuerst über den Zugriff zu Video, dann über die Top Voice und jetzt habe ich ja dann auch exklusiven Zugriff mit ganz wenigen zusammen im deutschsprachigen Raum, und das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, auf LinkedIn Live. Und es ist schon für mich eine sehr primäre Plattform geworden, weil Facebook hat natürlich eine bestimmte Klientel, YouTube hat eine bestimmte Klientel, der Blog hat eine bestimmte Klientel, aber LinkedIn ist halt schon ein Business-Netzwerk. Das heißt, ich konnte dort bestimmte Themen, die mich sehr interessieren, Digitalisierung, auch wie jetzt hier auf der Buchmesse, was tut sich da, mit Menschen sprechen, die digital in dieser Branche unterwegs sind, die konnte ich dort sehr zielgenau platzieren. Das machte Sinn. Das ist bei Facebook, obwohl wir dort auch natürlich versuchen, Dinge zu machen, sehr viel schwieriger, nicht weil ich sie nicht erreichen könnte, aber das sind einfach weniger. Und insofern glaube ich, ist das der eine Aspekt. Ein Erfolgsrezept bei LinkedIn ist, glaube ich, das ist so, also es gibt, der kürzeste Social Media Witz ist ja, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Du weißt nie, was der Algorithmus tut. Du weißt nie, was er morgen macht oder was er übermorgen macht. Und weil das so ist, finde ich persönlich, kann dann kein Erfolgsrezept geben, außer, und das ist das Einzige, was da immer gilt auf jeder Plattform, versuch Inhalt zu machen, der dir wirklich, ich weiß, es klingt banal, aber der dir wirklich wichtig ist, mit dem du echt was zu tun hast, wo du authentisch und schnell reagieren kannst und wo du den Leuten etwas bringst, was sie sinnhaft für sich selbst nutzen können. Wenn du das machst, dann solltest du eigentlich in jedem sozialen Netzwerk, in dem Kontext, in dem du bist, natürlich erfolgreich sein. Wenn du jetzt, sage ich mal, nur eine Gruppe nimmst, die sehr klein ist, die Liebhaber von kleinen grünen Kaktussen, und für die machst du eine Sendung, dann ist die Chance, dass du jetzt 50.000 Views kriegst, nicht so hoch. Aber in der Gruppe, genau, und darum geht es. Also ich finde total wichtig, und das zeigt sich auch für mich bei LinkedIn sehr stark, also nicht auf die Zahl. Nicht auf die Zahl, nicht auf die riesige Menge, das ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, habe ich eine Gruppe, mit der ich was bewegen kann. Und bei mir sind halt Leute aus der Energiewirtschaft, aus der Logistik, aus der Medienbranche, aus der Medizin. Und das ist das, was mir eigentlich persönlich wichtig ist, dass ich sage, wenn ich was habe für die, dann bin ich für die ein Mehrwert, dann melde ich mich mit Live oder mit einem Video oder mit solchen Dingen und das war's. Woran machst du das denn? Weil die Sarah, der Matthias, die machen wirklich einen tollen Job.